Guten Morgen! Heute der ultimative Showdown, der amerikanische Vitamix gegen den deutschen Harexco. Ich habe ja schon eine Rezension zu dem Mixer gemacht, den findet ihr oben in den Infokarten, aber ein direkter Vergleich macht natürlich viel mehr Sinn und ist auch anschaulicher. Ja, das was ich sehr häufig für mich mache und durchaus für den ein oder anderen Mixer eine Belastungsprobe darstellt, das ist Bananeneis, also einfach gefrorene Bananen in den Mixer. Dazu habe ich den Vitamix und den Harexco einmal mit dem breiten Plastikbecher und der über einen halben Liter mehr Kapazität hat als der Vitamix und den dünnen Edelstahlbecher von Harexco sozusagen ins Rennen geworben, der quasi dieselbe Form hat wie der Vitamix. Jeweils immer mit 1500 Milliliter gefrorenen Bananeneisstückchen. Ja, das ist ungefähr das was ich mir auch immer so als Bananeneis mache. Ich zeige Euch jetzt erstmal das Video. Beim Edelstahlmixer sieht man natürlich nicht wirklich, wenn es fertig ist, aber jeder, der schon selber Bananeneis gemacht und gestampft hat, damit wissen, dass man das am Mixer hört und auch fühlt, wenn das Eis fertig ist. Wenn man da quasi ja, endlos reinstößeln kann und nichts passiert mehr und es ist flüssig, greift ja sozusagen dann nur noch ins Leere. Ich habe auch die Ruhephase des Vitamix extra rausgeschnitten und einfach ja, dann weiter gemixt, wo er sich wieder beruhigt hat, um halbwegs vergleichbare Ergebnisse zu liefern. Aber auch so war der Vitamix noch weit davon entfernt, ja, fertig zu werden. Während selbst der fette Becher des Harexcos schon lange fertig war und der fette Becher ist bei Bananeneis gar nicht so gut geeignet. Lars von Rohe Energie hatte damals auch einen Vergleich von Mixern gemacht. Auch da hat der Vitamix beim Bananeneis einfach abgeschaltet. Ne? Den Link zu dem Video verlinke ich hier oben, wenn ich seines noch finde. Der Edelstahlbecher ist aufgrund der schlankeren Form natürlich auch schneller fertig als der mit der breiten Form. Der zieht es dann einfach irgendwie immer besser ein und ja, deswegen war das auch der Sieger. Ich habe dann beim Vitamix, nachdem ich sozusagen das Video dann abgemacht, noch eine Minute ungefähr, damit ihr ungefähr wisst, noch eine Minute gestößelt, bis er dann sich wieder beruhigt hat und mit den ganzen Pausen, also das dann auch zum Eis gekommen ist, zum selben Bananeneis wie beim Harexco. Auch spürt man direkt am Anfang, dass der Harexco viel schneller durch die ersten harten Schichten, die unten ankommen, quasi auch durchkommt. Das merkt man sofort. Und ich hatte schon vermutet, dass der Harexco besser ist als der Vitamix. Und weil ich bei beiden schon Bananeneis gemacht habe. Aber nur habe ich es halt mit derselben Menge mal gemacht und ja, jetzt habe ich es halt auch auf Video für mich persönlich und natürlich auch für euch als Information. Der Motor, das weiß nicht, ob man das so genau hört bei den Videos, der bleibt auch beim Harexco viel konstanter und verliert bei weitem nicht so viel an Drehzahl wie der Vitamix. Wenn man den Vitamix runter macht, der Motor der wird richtig langsam, ne? Also die Drehzahlen. Und beim Harexco ist das bei weitem nicht so dieser Leistungsverlust. Man spürt halt ja, in jedem Moment des Mixens, dass der deutsche Harexco einfach den stärkeren Motor hat, ungeachtet irgendwelchen Fantasiedrehzahlen, die keiner nachprüft. Jeder Mixerhersteller kann draufschreiben, was er will auf die Packung. Es gibt keine Instanz, die das irgendwie überprüft. Ne? Das müsst ihr euch mal klar machen. Ihr könnt draufschreiben, was du gerade 50.000 Drehungen draufschreiben und da hat noch 2.000. Das überprüft keiner. Und wenn man in diesem Experiment die beiden Plaste-Varianten vergleicht, also den breiten Harexco und den etwas schmaleren Vitamix, dann ist der Harexco trotz des größeren Plastikbehälters, was seinerseits natürlich eh noch cooler ist, weil da mehr reinpasst für den Smoothie, aber ist egal, ist halt sogar noch billiger. Was aber gar nicht ja, so krass wäre, wenn wir in Amerika leben würden und wo der Mixer hergestellt wird, der Vitamix. Denn dort kostet der Vitamix gerade mal 300 bis 500 €. Was dann, ja, da er damit billiger ist als der Harexco, auch wieder von der Leistung her passt. Der Vitamix ist kein schlechter Mixer, hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn du in Amerika wohnst. Aber die Einfuhr, die bezahlen wir hier, das Vitamix, mit 300 bis 500 € mehr.
Was quasi bedeutet, während sich die Deutschen einen Vitamix holen, bekommt der Amerikaner für dasselbe Geld zwei Vitamix. Ich kann jedem nur empfehlen, wer vor der Wahl steht, einen Top-Mixer holen zu wollen und dafür ein paar hundert Euro ausgeben möchte, ja wirklich, dass er den deutschen Rexco nimmt. Entweder als preiswertes Modell mit der BPA-freien Plaste oder in der Edelstahl-Variante. Beide habe ich euch, genau wie den Vitamix auch, alle unten verlinkt und diese sind preislich aufgrund der immer höher verkauften Stückzahlen des Rexcos sogar noch mal um 100 Euro gesunken. Ich habe bei meiner Rezension damals die Preise, die ich angesprochen habe, die sind jetzt um 100 oder sogar mehr 100 Euro, die Edelstahl und die Plastivariante, das HRX wird auch nochmal gesunken. Also ich kann vollster Überzeugung, offen und ehrlich, jeden davon abraten, einen Vitamix zu kaufen, wenn man in dem Bereich eines Topmixers einen Mixer kaufen möchte. Also wer wirklich den besten Mixer will, der sollte nicht den Vitamix nehmen. Also das mal ganz ganz deutlich. Ich weiß natürlich, dass es wieder viele Vitamix Fans gibt und der Vitamix auch an sich ein guter Mixer ist, auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, wenn man in Amerika wohnt, will auch kein Angriff oder sowas, aber das ist einfach so jetzt meine Erfahrung und ich weiß, einige verbinden mehr mit einem Marke als sie auch iPhone oder Samsung oder was auch immer als das technische Gerät. Für mich gilt auch nur das technische Gerät und nicht die Marken. Also der Rexco ist einfach besser, ne? Und tut mir leid, Vitamix. Ja, also das dazu. Auch noch was ein Indikator ist auch für die Qualität, dass man beim Vitamix 7 Jahre Garantie bekommt, allerdings die sozusagen sich nur auf den Motorblock und nicht auf die Teile bezieht, die abgenutzt werden können, also wie den Becher und das Messer. Und beim Rexco bekommt man 10 Jahre Garantie, ne? Und das sind 10 Jahre deutsche Garantie, das heißt, man ist ja auch dann in Deutschland natürlich schnell. Ich habe das euch ja alles schon in der Rezension oben vorgestellt. Also von daher, das kommt auch nochmal dazu. Also bitte lasst euch nicht von dem Unglaublichen, das ist eben meine, was ich so ein bisschen Problem habe mit Vitamix, hohen Werbeetat des Vitamix blenden, ne? Sondern nehmt wirklich den mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in eurem Segment. Und in diesem Segment des Top-Mixers, des wirklich des Top-Mixers, da ist der Rexco dem Vitamix um Längen überlegen. Preis überall. Also da, also wenn ihr noch Ideen habt, was man auch mit den beiden Mixern testen lassen könnte, dann lasst es mich wissen. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.